Ja, hallo, grüß Gott. Mahlzeit hier aus dem Trauner Studio. Wir dürfen Sie heute sehr herzlich zu einem Webinar begrüßen. Mein Name ist Johannes Gradinger und ich bin verantwortlich bei der Firma EBM, einerseits für Marketing, andererseits habe ich auch Key Account zu tun. Und ich freue mich wirklich sehr, heute Ihnen einen Experten vorstellen zu dürfen, den Nick Gerson. Nick Gerson ist bei der So Systems und sage ein paar Genau, Worte über also dich. herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich bin nicht bei der EBM direkt tätig, aber ich arbeite für Dassault Systèmes. Ich bin Anwendungsingenieur für unsere Applikation DraftSight, die wir heute auch in diesem Webinar besprechen wollen. Ich komme aus München, also ich bin nicht im schönen Traum beheimatet, obwohl ich jetzt heute auch eine sehr gute Anreise hatte und die österreichische Gastfreundschaft genießen darf. Vielen Dank dafür schon mal, Johannes. Danke für deine Worte. Vielleicht etwas Organisatorisches. Dieses Webinar hier, Sie können hier bei dem Punkt F und A, also Fragen und Antworten, Fragen stellen. Wir werden dann auch während und nach dem Webinar schauen, ob eine oder andere Frage aufgetaucht ist. Ich selbst möchte ganz kurz die Firma EBM vorstellen. Wer sind wir? Was tun wir? Sie sehen hier unsere Mannschaft. Dieses Bild entstand anlässlich eines Technologietages, den wir noch vor Corona live machen durften. Vielleicht an der Stelle auch der Hinweis: Dieses Jahr machen wir ihn wieder live am 1. Juni in Linz. Kommen wir nachher noch mit einer Folie darauf zu sprechen. EBM gibt es fast 30 Jahre, also dieses Jahr sind es 29 und wie Sie sehen, 29 Mitarbeiter, also ungefähr ein Mitarbeiter pro Jahr das Wachstum und wir haben auch dieses Jahr wieder vor zu wachsen. Insgesamt haben wir in Österreich 300 Kunden, sind natürlich zertifizierter Schulungspartner in unterschiedlichen Bereichen und unsere Schwerpunkte liegen hier rechts, sehen Sie, CATIA, SolidWorks, auch 2D DraftSight, Innovia, das ist auf der 3D Experience Plattform, wo ich dann anschließend noch ein paar Worte sagen werde. Datenverwaltung, Simulation und auch die Produktionsplanung. Insgesamt haben wir 4 Standorte und ja, wir sind natürlich ein Partner für Digitalisierung. Digitalisierung ist ein Schlagwort, das natürlich durch die Branche geht. Und wir unterstützen Sie bei Ihren Digitalisierungsmaßnahmen, von der CAD-Aufgabe bis hin zur Kommunikation in all diesen unterschiedlichen Abteilungen, die es gibt, die vielleicht bei Ihnen sind. Und genau diese digitale Kontinuität ist das, was wir hier unterstützen. Ich habe es vorhin schon gesagt, 4 Standorte. In Kärnten wurde die Firma gegründet. Wir sind jetzt im Moment in Traun, im Schulungszentrum auch. Wir haben in Melk ein Büro, wo Softwareanpassungen gemacht wird und dann noch ein Büro in Wien. Wir betreuen auch Kunden, die weltweit aufgestellt sind und den Hauptsitz in Österreich haben. Auch das, da haben wir einige Kunden in Österreich und haben aber, und Sie sehen das rechts unten, dieses Logo 3DX Allianz oder Alliance. Wir haben eine Allianz rund um also in Mitteleuropa gebildet und nutzen da die Vorteile einfach, erstens unterschiedliche Kunden betreuen zu können, die vielleicht in diesen Ländern andere Standorte auch haben. Andererseits gibt es auch eine Aufteilung, eine Möglichkeit, dass man Ressourcen shared und Know-how einfach da in diese unterschiedlichen Ländern als 3DX Alliance einfach aufteilt. Ja, natürlich ganz wichtig für unsere Kunden ist, dass sie von uns auch Training bekommen, Training in den Spezialapplikationen und das natürlich nur von erfahrenen und zertifizierten Trainern. Das Ganze bei Ihnen vor Ort oder hier auch im Schulungszentrum im Traum.
Genau, und das war jetzt meine kurze Vorstellung von EBM. Und Nick, ich freue mich sehr, dass ich jetzt an dich übergeben kann und würde einfach Genau, jetzt. also ich wurde heute vom Johannes Gradinger gebeten, einmal Draftzeit vorzustellen für EBM. Und genau dafür habe ich mir einfach einen kurzen Inhalt überlegt. Zunächst klären wir einmal, was ist genau Draftzeit? Und weil ich Anwendungstechniker bin, beschäftige ich mich gerne mit Anwendungsfällen. Und das heißt, wir werden einmal in die Lösung reingehen. Und auch das Zusammenspiel mit Draftzeit anschauen. Der erste Anwendungsfall wird sein, dass wir ein 3D-Bauteil aus einer nicht digitalisierten Fertigungszeichnung erstellen. Und das Ganze wird dann so aussehen. Und der zweite Anwendungsfall wird so aussehen, dass wir eine Fertigungsmaschine in ein Fabriklayout integrieren. Das sind sehr häufige Anwendungsfälle bei unseren Kunden und die würde ich Ihnen heute gerne einfach einmal vorstellen. Okay, dann zunächst einmal zum Warmwerden können Sie sich einmal die Frage stellen, was ist denn das meistverbreitetste CAD-Dateiformat der Welt? Und Johannes, vielleicht weißt du es, weil ich jetzt hier kein direktes Feedback habe, aber kannst du dir was vorstellen? Du bist aus der 2D-Ecke, oder? Wahrscheinlich ist Ja, es ein 2D-Format, oder? Sagst es du, Es ist das ne? DWG-Format, korrekt. Das DWG-Format ist Englisch und steht eigentlich für Drawing, also im Deutschen Zeichnung. Das wurde seit den 80ern kontinuierlich entwickelt und hat immer noch heutzutage einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Es ist ein Vektorformat, ein grafisches Format und ist heute immer noch sehr, sehr stark verbreitet. Die neuesten Analysen von Google zeigen, dass 9 Milliarden DWG-Zeichnungen in deren Cloud liegen. Also das ist wirklich unvorstellbar viel. Und 1,5 Millionen E-Mail-Anhänge mit genau diesem Format täglich verschickt werden. Also es ist hochpräsent. Welche Rolle spielt jetzt Draftzeit in dem Zusammenhang? Draftzeit ist genau eine solche Software, um solche DWG-Formate zu erstellen, zu bearbeiten, aber auch anzusehen. Es ist hauptsächlich für 2D-Zeichnungen. Also wir befinden uns hier im zweidimensionalen Bereich. Da geht es viel um Layouten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier robuste 3D-Konstruktionen durchzuführen. Ich will aber darauf hinweisen, dass es sehr rudimentär ist und wir im Hause Dassault Systems hier auch sehr hochwertige Lösungen anbieten, wie zum Beispiel SolidWorks. Das werden wir uns genau auch in diesem Webinar anschauen. Es ist auf jeden Fall zu erwähnen, dass es eine kostengünstige Lösung von Dassault Systems ist. Also ich will hier auch Dassault Systems in den Vordergrund stellen, dem Hersteller der Software. Und eine weitere Statistik hat oder Analyse hat ergeben, dass über 60% aller SolidWorks-Kunden parallel 2D-DWG-CAD nutzen. Also 2D ist nicht tot, sondern es ist eine wertvolle Ergänzung in jedem CAD-Portfolio, das Sie unterhalten. Und ich bin mir sicher, Sie haben auch 2D-Bedürfnisse. Gut, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, warum Draftzeit? Also es gibt am Markt unterschiedliche Lösungen, die genau das auch abbilden. Wir haben eine einheitliche Lizenzadministration zu Produkten, die Sie eventuell schon nutzen, wie SolidWorks oder CATIA. EBM ist ja nicht nur ein SolidWorks-Partner, sondern auch ein CATIA-Partner. Wir haben dieselbe Support- und Vertriebsstruktur. Das ist wirklich sehr viel leichter auch für die Anwender, wenn man denselben Supportler anruft, wenn man eine Frage hat. Da ist bereits bestehendes Vertrauen und hier stößt genau Draftzeit auch mit hinein. Wir bieten nicht so wie manche unserer Konkurrenten Netzwerklizenzen. Also wir haben hier verschiedene sehr flexible Lizenzmodelle, die auf einem Server abgelegt werden und dann je nach Bedarf von mehreren Anwendern genutzt werden können. Das ist ein ganz großer Vorteil. Unser größter Konkurrent zwingt im Moment viele Kunden in das Named-User-Lizenzmodell, in dem es eine Lizenz an einen User nur vergibt, und zwar namentlich. Draftzeit wurde auch dafür dahingehend entwickelt, eine möglichst flache Lernkurve beim Umstieg von anderen 2D-Lösungen zu bieten.
Und wie das aussieht, das werden wir uns gleich anschauen. Aber warum Draftzeit überhaupt? Also ich denke, die wichtigste Kennzahl ist hier, wir haben mehr als 150.000 Kunden, die bereits Draftzeit vertrauen. Und Referenzen sind immer gut, 150.000 Kunden lügen nicht. Bevor wir jetzt in die Lösung selbst hineingehen, noch ein kurzer Ausflug in das Draftzeit-Portfolio. Also was bieten wir hier an? Das ist einmal die Draftzeit Enterprise-Paketierung. Das bietet wirklich alle essentiellen Werkzeuge zum Erstellen von genau solchen 2D-Zeichnungen. Das zweite Paket ist das Draftzeit Enterprise Plus. Es baut auf dem Enterprise auf, bietet aber zusätzlich die Möglichkeit, 3D-Modellierung durchzuführen im DWG-Format. Wir haben aber auch hier die Möglichkeit, Custom oder manche werden das kennen als dynamische Blöcke zu erstellen, Blöcke mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten, aber auch zum Beispiel 2D-Parametrik und Zwangsbedingungen sind hier ein Thema. Beide Paketierungen werden als Netzwerklizenz vertrieben, als Solid Network License oder auch als DSLS für die CATIA-Kunden unter Ihnen. Vertrieb, technischer Support und Betreuung, habe ich gerade schon erwähnt, findet durch die bereits bekannten Partner statt. Das Enterprise Package ist für 399 Euro pro Jahr als Mietlizenz verfügbar. Das Enterprise Plus Package ab 699 Euro. Und der große Takeaway dieser Folie ist, wir haben hier mindestens Einsparungen von 28% im Vergleich zu AutoCAD LT. Und das ist nur bei einem Nutzungsverhältnis von 1:1 zu den Netzwerklizenzen. Also wenn Sie eine Draftzeit-Lizenz für zwei Anwender haben, die sich die teilen, dann wird die Zahl einfach mal verdoppelt. Also das ist hier wirklich eine Zahl, die sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man hier Kosten sparen will. Wunderbar, jetzt haben wir geklärt, was ist Draftzeit? Wir werden jetzt zum ersten Anwendungsfall kommen, und zwar ein 3D-Bauteil aus einer nicht digitalisierten Fertigungszeichnung zu erstellen. Oftmals kommt es vor, dass in Firmen wirklich viele Fertigungszeichnungen vorhanden sind. Wir wollen hier die Digitalisierung nicht verschlafen, und oftmals liegt es nur als Papierformat in irgendeinem Ordner ab. Und wenn wir diese Zeichnung jetzt digitalisieren wollen, bietet Draftzeit hier wunderbare Lösungen, das in das Vektorformat zu überführen. Und SolidWorks bietet hier den nötigen dreidimensionalen Komfort, aus diesem Vektorformat ein 3D-Bauteil zu erstellen. Und wie das genau aussieht, das erfahren wir jetzt hier. Also das ist erst einmal die Nutzeroberfläche von Draftzeit. Die sieht für AutoCAD-Anwender sehr ähnlich aus. Wir haben hier das Ribbon mit den möglichen Funktionen. 2D-Zeichnungen werden in Layern strukturiert. Wir haben hier einen Layer-Manager. Und auf der rechten Seite Paletten. Hier können wir Informationen aus den Elementen ablesen und unten ein Befehlsfenster. Über einen Rechtsklick können wir zum Beispiel die Optionen erreichen. Und wenn wir hier uns die Standarddateitypen anschauen, dann werden wir feststellen, wir gehen hier bis in das DWG-Format R12 zurück. Und warum ich das zeige, wir sind hier wirklich rückwärtskompatibel. Draftzeit wurde dafür entwickelt, für alte Zeichnungen kompatibel zu sein. Wir haben hier auch die Möglichkeit, verschiedene andere Optionen auszuwählen, benutzerdefinierte Einstellungen, und alles können wir auch in Profilen abspeichern. Wunderbar, dann werden wir uns jetzt einmal diese Fertigungszeichnung anschauen. Also die liegt in einem Bilddateiformat vor, das so vorliegt, wenn wir das einscannen, zum Beispiel über einen Scanner. Wenn wir die jetzt vektorisieren wollen, müssen wir die zunächst einmal in unseren Grafikbereich anhängen. Das sehen wir jetzt hier. Haben unterschiedliche Optionen, die wir festlegen können, und haben hier jetzt einmal schon die Zeichnung in unserem Grafikbereich. Wir überprüfen jetzt noch einmal die Größenordnungen, ob das mit unseren Systemeinstellungen übereinstimmt. Und hier unten sehen wir, ja, das passt ungefähr. Es ist aber nur ein Scan, deswegen kommt es da natürlich auch zu Abweichungen. Wir speichern das jetzt einmal ab, und zwar in dem neuesten Format, dem R2018 DWG. Und fangen jetzt hier an,
ein sogenanntes Power-Tool zu benutzen, den Image-Tracer, der solche Bilddateien einscannt. Dafür selektieren wir hier zunächst einmal den Bereich, den wir vektorisieren wollen. Er findet hier unterschiedliche Kontraste. Wenn wir die Bilddatei etwas transparent stellen, können wir hier auch besser die bereits gescannten Konturen sehen. Wir haben aber auch in dem Image Tracer noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel, dass wir doppelte Linien als eine einzige Linie darstellen mit gewissen Toleranzen. Und die wählen wir jetzt hier aus, bestätigen das Ganze einmal, verschieben über einen Befehl das darunterliegende Bild und sehen, okay, unsere Bilddatei wurde hier eingescannt. Die müssen wir einmal aufbereiten mit der Trim-Funktion. Die nicht benötigten Elemente, die werfen wir einfach raus. Also es handelt sich hier um einen Scan. Deswegen, genau, ist hier noch etwas Nacharbeit nötig. Gescannte oder einzelne Linienelemente führen wir hier jetzt zusammen zu einer Polylinie. Und damit wir hier eine korrekte Ausrichtung gewährleisten können, benutze ich geometrische Zwangsbedingungen, um die einzelnen Elemente zueinander auszurichten. Oder auch horizontale Zwangsbedingungen und vertikale Zwangsbedingungen. Bemaßungszwangsbedingungen heißt, dass wir hier eine gewisse Parametrik erstellen können. Wir geben hier wirklich die Bemaßung manuell an und die Elemente passen sich dementsprechend an, sodass das auch mit den Informationen aus unserer nicht digitalisierten Zeichnung übereinstimmt. Über die Abfragenfunktion können wir hier jetzt noch einmal überprüfen, ob alle Elemente korrekt ausgerichtet sind. Und das können wir im Befehlsfenster einsehen. So, die ganze Geometrie legen wir jetzt noch auf einem entsprechenden Layer ab, nämlich der Vorderansicht, damit wir da eine saubere Struktur in unsere Datei hineinbekommen. Die legen wir über den Layer Manager hier ab. Die Zwangsbedingungen benötigen wir nicht mehr und damit wir auch hier unsere Zeichnung schön sauber halten, schmeiße ich die wieder raus aus der Zeichnung. Genau gleich sind wir jetzt mit den anderen Ansichten vorgegangen. Das überspringe ich jetzt hier aus Zeitgründen, aber das funktioniert genau gleich. So, jetzt wollen wir diese Ansichten in das SolidWorks überführen und ein 3D-Modell daraus erstellen. Und das schauen wir uns jetzt im nächsten Abschnitt an. Also wenn wir hier im SolidWorks uns befinden und genau die soeben abgespeicherte Datei öffnen, werden wir hier erst einmal durch ein Import-Menü durchgeführt. Ich will in diesem Moment die DBG als neues Teil importieren, und zwar als 2D-Skizze, die nicht referenziert ist. Wir haben hier noch unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Er findet hier die Layer, die wir definiert haben, oder die Standard-Layer. Ich werde hier die Vorder-, Seiten- und Draufsicht importieren. Und im nächsten Schritt können wir dann hier sogar noch die DWG weiter bereinigen. Ich habe jetzt hier wirklich genau gearbeitet, deswegen brauchen wir das nicht. Aber wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, naheliegende Punkte mit auch einer Toleranz zu verschmelzen oder überlappende Elemente einfach aus der Skizze zu entfernen. Wenn wir das jetzt importiert haben, erkennen wir unsere Zeichnung hier jetzt ja, schon wieder. Ein 2D zu 3D-Menü oder die Funktion öffnet sich, in der wir die einzelnen Skizzen zueinander ausrichten können. Die Vorderansicht fügen wir hier zur Vorderansicht zu. Die Seitenansicht definieren wir auch als solche und wir sehen auch, die verteilen sich jetzt hier schon dementsprechend im Raum. Die liegen jetzt schon in den richtigen Flächen, aber müssen noch einmal zueinander ausgerichtet werden. Und auch hier ist SolidWorks sehr stark. Also wir können hier die Linien aufeinander ausrichten oder beziehungsweise in die entsprechende
Zielebene verschieben. Und das sehen wir jetzt einmal hier, wie das stattfindet. Also wir verschieben hier einmal die Draufsicht in die Vorderansicht und genau gleich gehen wir mit der Seitenansicht vor. Das wird jetzt hier im Schnelldurchlauf gezeigt, damit wir das alles korrekt ausgerichtet haben. So, wenn wir damit fertig sind, können wir das Ganze schließen. Als nächsten Schritt wollen wir jetzt die Skizzen, die wir definiert haben, austragen und anschließend zusammenschneiden und die überlappenden Teile einfach als unser neues Teil definieren. Genau, dazu tragen wir einmal die Vorderansicht bis zu einem Punkt aus, wählen die Bereiche noch aus und genau gleich gehen wir jetzt auch mit den anderen Ansichten vor. Ja, dieser Teilabschnitt wurde jetzt nicht mit übernommen, deswegen wähle ich da noch dies als zusätzliche Kontur aus. Ich will das Ergebnis noch nicht verschmelzen, sondern wir wollen nachher aus dem Schnitt unser Bauteil erstellen. Ja, die letzte Ansicht, die Seitenansicht, tragen wir jetzt hier noch aus. Auch mit den entsprechenden Konturen, die Löcher, die werden wir schon mit rausnehmen. Wir wollen das Ergebnis nicht verschmelzen. Und bestätigen es einmal. Kontrollieren, ob das alles so ausgetragen wurde, wie wir uns das vorstellen. Und nun erstellen wir hier einen Schnitt. Dazu wählen wir alle drei Teile aus. Und schneiden diese zusammen. Jetzt hier alle überlappenden Schnitte, alle Schnitte erstellt und wir können hier zum Beispiel über die Maus dann alle Teilbereiche entfernen, die wir nicht in unser neues Bauteil mit übernehmen wollen. So, wir haben jetzt das vollständig definiert, können das Schneidenmenü verlassen und damit haben wir schon unser 3D-Bauteil im SolidWorks erstellt. Und wir dürfen hier nicht vergessen, das Ganze haben wir aus einer gescannten Datei gemacht, also einer gescannten Papierdatei. Ich denke, an dieser Stelle ist es auch, kann man auch erwähnen, das funktioniert genau gleich mit PDFs. Wenn die in neueren Formaten abgespeichert werden, dann lassen sich darin auch Vektorformate abspeichern. Und dann brauchen wir den Image Tracer gar nicht, weil DraftSight ist auch genau dafür ausgelegt, solche PDFs zu importieren und dann direkt weiter zu verarbeiten. Ja, gut, zusammenfassend können wir hier für den Anwendungsfall 1 sagen, das 3D-Bauteil aus einer nicht digitalen Fertigungszeichnung. Und zwar, wir haben einmal die Bilddatei eingelesen in unser DraftSight. Wir haben das Ganze über den Image Tracer vektorisiert. Und wir haben im SolidWorks ein 3D-Bauteil erzeugt, und zwar genau aus diesem Vektorformat. Und Message ist hier, wir haben hier eine effiziente Digitalisierung von Fertigungszeichnungen. Also wir wollen alle die Digitalisierung nicht verschlafen, auch wenn da irgendwo noch Papierzeichnungen vorhanden sind. Und digital lässt sich das alles viel besser auf dem letzten Stand halten. Ja, nicht alle dreidimensionalen Bauteile sind so einfach wie das, was wir jetzt gerade gesehen haben, sondern manche sehen auch so aus wie das, was wir hier jetzt links im Bild sehen, und zwar ein Wasserstrahlschneider, eine Fertigungsmaschine, die wir von einem Zulieferer erhalten haben. Wir haben unsere eigene Produktionsstätte und wir wollen jetzt hier eine Flächenplanung machen. Wie viel Fläche brauchen wir, um 3 von diesen Maschinen in unserem Produktionsprozess einzubinden? Und
Genau, von dem Zulieferer haben wir genau diese Maschine erhalten, einen Wasserstrahlschneider, den wir jetzt hier als eine SolidWorks-Baugruppe erhalten haben. Das sieht wunderbar aus. Sehr, sehr schönes Modell. Und die Draufansicht brauchen wir hier für unser Hallenlayout. Wenn wir das Ganze jetzt hier einfach im SolidWorks abspeichern, und zwar nicht als eine SolidWorks-Baugruppe, sondern als eine DWG. Also SolidWorks hat hier auch Exportfunktionen für das DWG-Format, die nennen wir jetzt einfach mal Wasserschneider. Dann kommen wir hier in ein Exportmenü. Wir können hier schon die vorbestimmten Ansichten exportieren in separate DWG-Dateien, aber wir können hier auch natürlich auch benutzerdefinierte Ansichten exportieren. Wir haben jetzt hier eine kleine Vorschau und genau wie beim Import auch können wir hier das noch einmal aufräumen, wenn das nötig ist. Für unseren Fall nicht. Gut, wenn wir dann in das Draft-Site wieder hineingehen, wollen wir das Ganze jetzt die Ansichten als einen Block erstellen. Ein Block ist eine Zusammenfassung von vielen unterschiedlichen Elementen, die aber wie ein einziges gehandhabt werden. Und wir haben jetzt hier die Vorderansicht angehängt und erstellen daraus einen Block, und zwar auch über den Befehl, und definieren den hier jetzt mit dem Namen Wasserschneider. Ja, Rechtschreibung. Und über einen Rechtsklick können wir hier in ein separates Block-Bearbeiten-Menü gelangen, in dem wir den Block noch anpassen können mit verschiedenen Definitionen. Oder wir können hier unterschiedliche Sichtbarkeiten im selben Block abspeichern. Wir haben ja drei Ansichten exportiert und das wollen wir jetzt hier machen. Aus Zeitgründen überspringe ich das, weil für unser Fabrik-Layout brauchen wir nur die Draufsicht. Die erweitere ich noch einmal ganz schnell hier um einen weiteren Layer mit der Beschriftung, damit wir nachher auch in unserem Layer die Informationen hier entnehmen können, dass das ein Wasserschneider ist, Wasserstrahlschneider. Den lege ich jetzt hier über die Palette noch auf den entsprechenden Layer ab. Und wichtig für Layouts ist natürlich auch, dass wir einen gewissen Freistand brauchen. Den werde ich jetzt hier auch noch als Begrenzungsrahmen mit definieren in unserer Draufsicht. Und zwar in der Farbe Blau. Ja, und jetzt haben wir unseren Block vollständig definiert. Wir können das Block-Editier-Menü schließen und damit den Block auch abspeichern. Wir haben hier die verschiedenen Ansichten in einem Dropdown-Menü definiert. Hintergrund ist der, wir können jetzt denselben Block nicht nur für das Fabrik-Layout verwenden, sondern zum Beispiel auch für einen Querschnitt der Produktionsstraße. Wir haben hier wirklich denselben Block, den wir oft in unterschiedlichen Zeichnungen, in unterschiedlichen Konfigurationen abspeichern können. Also das ist hier die Message. Wir speichern den ab in einer separaten DWG und im nächsten Abschnitt werden wir diesen Block an das Fabrik-Layout einfügen, das ich hier jetzt zeige. Also das ist ein typisches Hallenlayout von der Produktionsstätte. Wir haben hier eine Verladestation für LKW, ein Warenhaus und die unterschiedlichen Arbeitsbereiche mit auch einer automatisierten Montagestraße. Jetzt sehen wir hier unseren Planungsbereich, in dem wir unsere Wasserschneider platzieren wollen, in diesem Fall drei Stück. Und über die Konstruktionsressourcenpalette können wir unseren Block erreichen, der in einer separaten Datei ablegt. Also die Konstruktionsressourcenpalette lässt uns hier wirklich gut unsere Blöcke als Bibliotheken verwalten mit einer Vorschau, ohne dass die momentan in unserer Lösung geöffnet ist. Und wir können dann diesen Block hier in unseren Bereich einfügen
drehen den noch einmal. Und um Ihnen noch eine weitere Funktion vorzustellen, werde ich jetzt hier ein lineares Muster erzeugen aus dem Block, nämlich mit drei Maschinen. Das hatten wir am Anfang gesagt. Wir werden das Ganze assoziativ definieren, das heißt anpassbar. Wir sehen jetzt, der oberste Wasserschneider überlagert sich noch mit einem weiteren Arbeitsbereich. Das heißt, wir passen hier noch die Abstände etwas näher an. Und ziehen jetzt die Fläche, die bestimmt ist für den Arbeitsbereich des Wasserschneiders, etwas hoch. Und ein dynamisches Feld hat uns hier jetzt auch die Größe dieser Fläche angepasst, nämlich 164 Quadratmeter. Gut, das war's soweit von der Demo. Also ich hoffe, Sie haben sich wiedererkannt hier in auch dem zweiten Anwendungsfall, Fertigungsmaschinen in ein Fabriklayout zu integrieren. Wir haben hier eine 2D-Projektion exportiert aus dem SolidWorks, aus einer Fertigungsmaschine, die uns nur im 3D vorliegt. Wir haben daraus einen Block definiert, der unterschiedliche Konfigurationen annehmen kann. Und wir haben diesen Block in unser Fabriklayout integriert zur verbesserten Flächen. Verwaltung. Und das ist auch die Kernmessage. Also wir haben hier wirklich ein effizientes Flächenmanagement von den Fabriklayouts. Das ist ein sehr typischer Anwendungsfall. Wunderbar. Interessante Links. Das soll, kann ich auch noch mal kurz erwähnen von der SOS-Seite aus. Wir haben hier die offizielle DraftSight-Webseite. Also wenn Sie sich dafür interessieren, das ist eine sehr gute erste Quelle, um sich einen generellen Überblick zu verschaffen. Wir haben einen Blog, in dem regelmäßig berichtet wird über aktuelle Themen. Der YouTube-Channel, da sind fast alle Funktionen einmal kurz aufgezeichnet, um wirklich produktiv damit arbeiten zu können. Aber wir haben auch ein öffentliches Forum, eine Community, und die bietet auch allerlei Informationen. Aber die EBM wird Ihnen die Informationen auch persönlich und vertraut zukommen lassen, wenn Sie das wünschen. Auf jeden Fall, Nick, vielen Dank für diese interessante Einführung in DraftSight und für diese interessanten Anwendungsfälle. Ich finde es sehr spannend, diese 2D-Digitalisierung, glaube ich, ist wirklich für viele Firmen einfach ein wichtiger Punkt. Was tue ich heute mit meinen vielen Zeichnungen, die vielleicht noch immer notwendig sind, sie aufzubewahren, aus Garantiesicht, aus Maintenance, also aus Wartungsgründen vielleicht. Das ist hier eine Möglichkeit, das zu digitalisieren, und theoretisch ist auch, oder auch praktisch, dieses DraftSight kann man dann auch in eine Plattform integrieren, nämlich in die 3D Experience Plattform, und kann das dann sehr leicht finden, den Leuten zur Verfügung stellen, die damit arbeiten müssen, und damit hat man eine Digitalisierung und digitale Kontinuität von diesen 2D-Zeichnungen einfach, von diesen Altdaten geschafft auf einen sehr, sehr einfachen und übersichtlichen Weg. Und auch diese andere Geschichte mit dem Fabriklayout. Das ist wirklich eine super einfache Möglichkeit. Und jeder kennt das, wenn man ein Büro plant oder wenn man seine Maschinen neu ausrichten will, eine Maschine dazustellen muss. Wo stelle ich es hin? Wie schiebe ich andere auf die Seite? Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr einfach und ein erster Schritt in diese digitale Fertigung. Da gibt es in das Portfolio sehr viel weiterführende Produkte. Stichwort Delmia ist dort. Delmia ist dort die Brand. Und auch da können wir Ihnen weiterführende Informationen auch zukommen lassen. Aber als erster Einstieg ist das sicher eine tolle Sache. Am Anfang steht immer das 2D-Layout. Ja, absolut. Ja. Absolut. Und also wir haben es gesehen, die Zahlen. Wie viele Firmen 2D verwenden, es ist nicht klein zu kriegen. Ja. Und es wird auch in naher und mittelfristiger Zukunft immer noch eine Rolle spielen. Also es wird definitiv die 3D-Welt nicht einzeln nur geben, sondern das 2D ist immer ein Teil von 3D. Sehr interessant. Zwei Fragen haben wir hier. Und zwar, das eine ist die Frage mit Toleranzen.
Ist es auch möglich, im Draft Toleranzen zu setzen? Wie gehe ich damit um? Ja, also Hintergrund ist der, wir sind jetzt auch überhaupt nicht auf Bemaßungen eingegangen in unserem Webinar, aber wir haben hier wirklich große Freiheiten. Also eine kleine Kundenstory von mir ist, ein Kunde hat eine DXF, also ein DWG erhalten von einer Zuliefererstelle und muss da nur die Toleranzen anpassen auf die eigenen Fertigungsmaschinen. Und er hat gesagt, es gibt keine leichtere Lösung, als im Draft-Zeit kurz zu öffnen, mit einem Klick die Toleranzen anzupassen, wieder zu schließen, dass die Jungs aus der Fertigung genau Bescheid wissen, welche Werkzeuge können sie verwenden und welche nicht. Ja. Eine Frage war, aber ich habe sie vorhin beantwortet, die 3D Experience Plattform als Digitalisierungsplattform wird immer bekannter, ist eines unserer Hauptthemen. Ist Draftzeit anbindbar an die 3D Experience Plattform? Auf jeden Fall. Das Portfolio, das wir vorher kurz eingestiegen sind, beide Rollen oder beide Paketierungen werden auch als Apps und Rollen auf der Plattform angeboten. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Wir können da die Cloud-Speicher der 3D Experience nutzen und unsere Zeichnungen auch in verschiedene Zyklen, Projektmanagement-Zyklen oder Produktlebenszyklen einbinden, wenn das gewollt ist. Also das ist das ist möglich. Sehr interessant. Ja. Vielleicht machen wir da mal ein weiterführendes Webinar. Gerne. Ja. Sehr gut, dann kommen wir auch schon zum Ende. Vielleicht hier, ich habe es vorhin schon gesagt, nein, das haben wir noch nicht gesagt. Du hast zwar Preise genannt, aber es gibt auf Draftzeit Enterprise Plus bis Ende März 20%. Also wer da daran interessiert ist und sagt, das nutze ich aus, bitte einfach melden, dann werden wir schauen, dass wir das mit Ihnen machen. Es ist wirklich eine leichte Möglichkeit, viele Kosten zu sparen. Also vor allem wegen dem Named-User-Lizenzmodell, das AutoCAD gerade den Kunden aufzwingt. Wir bieten Netzwerklizenzen an und das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Also wir sparen hier mindestens 28%, das auf jeden Fall. Und je höher das Nutzungsverhältnis von einer Lizenz ist, desto mehr sparen wir. Das ist wirklich... Das ist hier wirklich das Gebot der Stunde. Sehr schön. Sehr gut. An der Stelle vielleicht noch von EBM gibt es einige Webinare, die wir in der letzten Zeit gemacht haben. Vielleicht auf unserer Webseite unter ebm.at/Webinare finden Sie weiterführende Themen. Und ganz am Ende, das sind unsere Ansprechpartner. Finden Sie auch auf der Homepage. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns an, wenn Sie diesbezüglich Fragen haben. Ein Wort noch zum Technologietag, den wir am 1. Juli im Wissensturm in Linz veranstalten. Eine Veranstaltung, wo wir rund 100 begeisterte Kunden, also eine Industrieveranstaltung, wo Softwarehersteller, Dassault-Systems, einige Kunden werden Referate und Vorträge halten. Auch wir selbst bringen neue Themen, neue Ideen ein. Und Innovating the Future Together ist hier das Motto. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen bedanken, möchte ich mich bei dir bedanken, Nick, für den tollen Einblick über die Möglichkeiten. Und ich hoffe, wir konnten Sie auf Ideen bringen und rufen Sie uns an, schreiben Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie. Dankeschön.